Mein Name ist Sammy, ich bin gelernter Koch. Wir befinden uns in München. Heute besuchen wir das Hatay Dürüm. Und zwar bin ich hier, weil es hier einen sehr, sehr leckeren Dürüm geben soll. Und zwar den, wie der Name schon sagt, Hatay Dürüm. Es ist ein Dürüm, der mit Hackfleisch oder teilweise auch mit Hähnchen belegt wird, eingerollt wird, dann nochmal auf den Grill kommt. Typisch Hatay-Style eben. Wir gehen jetzt rein und ich zeige euch, wie es drinnen aussieht. Das schaut auf jeden Fall aus wie ein Familienbild. Wir haben hier Michael, mit dem ich geschrieben habe. Und das scheint der Rest der Familie zu sein. Ist also auf jeden Fall ein Familienbetrieb, das kann man so sagen. Also hier bekommt ihr auch Süßspeisen. Wie wir hier sehen, bisschen Baklava, bisschen andere Süßspeisen, die es hier gibt. In verschiedensten Varianten. Ich habe hier eine kleine Karte von dem Angebot, was es hier so gibt. Und hier ist die generelle Speisekarte, die ich euch jetzt einblenden werde. Dann könnt ihr hier mal sehen, wie sich das Ganze hier preislich bewegt, in welchem Segment wir hier sind. Weil München ist eigentlich eine teure Stadt, aber ich kann euch sagen, das, was ihr hier bekommt, ist gar nicht mal so teuer. Wow, Freunde, ich bin hier in der Vorbereitungsküche unten und hier riecht es fantastisch. Du kommst hier die Treppen runter und ja, hast direkt den Duft hier schon in der Nase von den Tomaten. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt alles mal frisch bei uns. Ja. Wird alles täglich vorbereitet. Genau, wir bereiten jeden Tag unser gegrilltes Gemüse frisch vor, hier unten in der Küche. Das sieht dann alles so aus, weil wir brauchen am Tag, glaube ich, 3 bis 4 von solchen Tepsis. Wow, okay. Tomaten. Die werden gegrillt und nach dem Grill kann man sie so easy schälen, man muss nur aufpassen. Genau, das dauert jetzt einen Moment. Aber wenn das fertig ist, da habe ich schon eine Platte, die fertig ist. Sieht der ganze Spaß so aus. Mhm. Wenn das dann fertig ist, wird das alles klein gehackt in solchen Behältern und wird dann verpackt für den täglichen Betrieb. Schönes, großes Stück auf jeden Fall. Was bei uns auch das Ding ist, es gibt viele Läden, die kaufen halt fertiges Hackfleisch oder halt schon kleinere Stücke. Wir kaufen wirklich ganze Rinderteile. Ah, okay. Zerteilen sie selber, schneiden die Sehnen selber raus und produzieren unser Hackfleisch hier vor Ort. Wow, also da wisst ihr genau, was drin ist. Das ist schon sehr cool. Genau, und so können wir auch den Fettgehalt genauer bestimmen. In vielen Läden ist ja zum Beispiel ein Lammanteil mit drinnen. Das machen wir nicht so, weil der Großteil unserer Gäste mag halt einfach keinen Lammgeschmack, leider. Obwohl es das Original so ist. Ja, ich finde es mit Lammgeschmack auch viel, viel besser. Aber da wir in Deutschland leben, müssen wir halt öfter dem anpassen, was halt so hier gang und gäbe ist. Aber Rindfleisch ist auch sehr, sehr lecker, wenn das richtig gemacht wird. Genau, wir kaufen von dem Fleischhändler Eminfleisch, der ist in Bayern ziemlich bekannt. Mhm. Einer der größten Halal-Fleischproduzenten, die es hier in Bayern gibt. Ja, cool. Und das ist auch das Gute gleich um die Ecke, das heißt, sobald der liefert, das ist ungefähr 5 Minuten im Auto. Wow. Das heißt, wir haben immer relativ frisches Fleisch da. Ich schneide mal das Thema Preis an, bei uns wird ja oft gesagt, wir sind relativ teuer im Vergleich. Das gebe ich auch zu, 10,90 € für ein Dürüm. Mhm. Du hast aber 170 Gramm reines Rindfleisch da. Das ist viel. Das ist 170 viel, Gramm ist schon relativ gute Menge. Und wenn man schaut, wenn man die ganzen Sehnen und so weiter rausschneidet, hast du ungefähr 15-20% Verlust vom Fleisch. Also ich kaufe 10 Kilo und dann habe ich nur noch 8 Kilo da, mit dem ich Hackfleisch machen kann. Das treibt den Preis natürlich auch ein bisschen in die Höhe. Ja, das wissen viele gar nicht. Wenn ein Gastronom Fleisch einkauft, dann berechnet er immer oder muss einkalkulieren eigentlich den Bratverlust. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wer das nicht macht, das machen sehr, sehr viele nicht. Also ich könnte wirklich 9 von 10 machen, das nicht. Ja. Die kaufen dann, sage ich mal, für 10 Euro das Kilo ein und sagen, ja, ein Kilo, du kriegst so und so viel raus. Aber die berechnen nicht den Bratverlust, das ist fatal. Und so, wow. Achtung, heiß, auf Boller. Ja. Die Hand kurz verbrannt. Hey, ehrlich, wenn man das riechen könnte, das riecht richtig gut. Wow. Also wir bereiten wirklich hier in Massen und in Scharen vor für euch alle. Wow. So, das dauert auf jeden Fall noch ein langes Minute. Ja, ja. Woran musst du dann? Ja, auf Lachmajus. Ah, perfekt. Wir machen hier auch frische Lachmajus und Pide. Er bereitet gerade eine Bestellung für den Gast vor. Sieht auch sehr gut aus. Ist das dasselbe Hackfleisch, was ihr dafür verwendet? Das Hackfleisch unten wird ein bisschen anders gewürzt natürlich. Aber wir benutzen die gleichen Stücke, er benutzt einen anderen Fettanteil für seinen Lahmacun. Okay. Er würzt das selber. Das Coole ist halt, bei uns wird Lahmacun auf Bestellung vorbereitet. Man kennt es von vielen Dönerläden, da ist so ein Stapel und da haut es in die Toastmaschine rein.
Aber hier riecht es auch schön mehlig. Also du hast hier auf jeden Fall eine kleine Küche, wo du Brot backst. Aber du hast alles, was du brauchst. Ja, das war ja unser Hauptladen früher. Wir haben nur von hier Kebab verkauft. Hier war unser kleiner Grill, da unsere kleine Kasse. Und dann haben wir hier angefangen zu verkaufen. Und das war wirklich extrem, weil da war, sind eine Instagram-Seite gekommen, die haben uns gefilmt. Dann hatten wir Schlange, wirklich 50 Meter, über die ganze Schlange. Die Leute dachten, hier gibt es irgendwas umsonst. Ja, und als es dann angefangen hat, dass die ersten YouTuber kommen und so, und dann hat man schon gesehen, ihr habt relativ zügig dann den Laden nebenan übernommen. Ja, das war eigentlich schon unser Laden. Unser Hauptkonzept war ja, wir wollten Fried Chicken eigentlich machen da drin. Ach so, ja. Und dann haben wir gesagt, die Garage steht frei oder der Stellplatz. Wir machen jetzt erstmal Kebab, bis wir soweit sind mit dem Laden drinnen, und danach ist es so gut angenommen worden von den Leuten, dass man gesagt, dann lass mal das Hütchen sein und wir konzentrieren uns vollkommen auf Kebab, weil es in München gar nicht gibt in der Art und Weise. Ja, in ganz Deutschland gab es das vorher noch gar nicht. Ja, genau. So, Freunde, da kommt der Lachmann schon jetzt raus. Wow. Sehr, sehr schön. Das heißt, jetzt geht der Schild schnell direkt rein. Okay, die Lahmacun, werden die so pur rausgegeben? Die werden geschnitten, dann kannst du den mit oder ohne Salat bestellen. Das ist halt dann Zwiebelsalat dabei, Eisbergsalat, Zitrone so natürlich. Separat. Bisschen Turschi und sowas, genau, separat. Wir rollen den nicht ein, wie man sonst in Deutschland. Ja, sehr gut. Original kriegst du ja so Stücke, dann machst du dir deine eigene kleine Dürüms fertig. Das sind die Teiglinge, werden jeden Tag von ihm vorbereitet, werden aufgedrückt. Dann lege ich sie mir hier eigentlich bereit. Hier raus, dann geht das schon los. Das geht jetzt ruckzuck. Wow. Und das wird gleich zu einem Dürüm eingerappt. Und hier erkennen wir die Tomaten wieder, die wir unten in der Vorbereitung gesehen haben. Wow. Pistazie. Ich habe Medium-Pistazie, ich habe Normal-Pistazie, ich habe Dubai-Schokolade und ich habe Salmadol. Salmadol, mal, ja. Gib dir mal, das ist mein Liebling. Nicht so viel nur. Ja, zwei Stück. Das wird, ja, okay. Also Freunde, da wurde jetzt eine kurze Chai-Pause spendiert. Einmal Chai und einmal Baklava. Das genießen wir jetzt, bis unser Essen vorbereitet wird. Denn das dauert noch ein, zwei Minuten. Also Freunde, bis jetzt habe ich einen sehr, sehr positiven Eindruck hier vom Lokal. Ich bin so gastfreundschaftlich empfangen worden. Jetzt hier noch einen Tee, noch einen Baklava, bis das Essen kommt, kann man sich schön die Zeit verbringen. Das Baklava ist übrigens ganz okay, kann man essen. Es ist hier eingekauft, da liegt aber auch nicht der Fokus. Der Fokus liegt hier auf was ganz anderem. Jetzt wird das Fleisch hier zu Hackfleisch verarbeitet, das zeige ich euch jetzt noch eben. Und zwar ist der Chef jetzt dafür da. Und er zerlegt jetzt das Fleisch Stück für Stück, wird daraus dann das Hackfleisch werden. Ja, es geht so schnell. Ja, ja, schon mal ganz der, ja, ja. Ich hab vorhin erst mal ein, zwei. Aber es ist halt, wenn man sich mit einer Sache spezialisiert hat, dann kann man das extrem gut. Seit wann machst du das schon, Jawan? Seit mehr als 14 Jahre, 15 Jahre, alles. Ich bin 8 Jahre alt. Wow. Bin ich jetzt 25. Dein Vater ist auch Fleischmeister, oder? Ja, alle meine. Ja, okay, das, alle deine ganze Familie, oder? Ja. Das liegt dann quasi im Blut, sehr schön. Also ist auf jeden Fall alles schön in Streifen geschnitten für die Hackfleischmaschine, dass sie gleich da durchkommt. Das wäre noch Endlevel, wenn ihr das... Kennst du das in der Türkei mit Sirt, diesem riesen Messer? Wir haben es tatsächlich auch anfangs mit Sirt gemacht. Ah, krass! Das dauert so lange. Ja, ja. Bei Sirt schon mal. Ja. Es kommt sogar aus Antakya. Wir haben noch eine größere Version, ich weiß nur nicht, wo die ist. Die ist dann nochmal so ja, lang. Und dann wird das sozusagen so genommen, mit einer Hand fixiert. Genau, so ein genau, das ist dann so ein Wiegeschnitt, den man hat. So wirklich, genau. Genau, und dadurch wird es dann klein gehackt. Und das ist die originale Variante, wie es in der südöstlichen Türkei immer gemacht wird. Immer, durchgehend, ja. Wer da das mit der Hackfleischmaschine macht, der ist durchgefallen. Ja, das gibt's ja, da nicht. Auf jeden Fall.
Jetzt will er es machen. Jetzt werden wir hier, aber nur für die Kamera, das müsst ihr wissen, ja. Das ist jetzt nur für die Kamera. Genau, das ist nichts also für... normalerweise wird es mit der Maschine gemacht. Genau. Aber jeder Laden, der das macht und das durchgehend macht, ich kann dir sagen, das ist ein ganz anderer Geschmack, das schmeckst du wirklich raus. Das schmeckt wirklich so ganz anderes. Das schmeckt ganz anders. Ja. Vor allem, wenn du das mit Lammfleisch plus Kuldok, dieses Lammfett dann noch reinmachst. Genau. Das ist dann ein ganz anderes. Das ist eine ganz andere Welt dann. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Also Freunde, genau das ist die Technik, die dabei angewandt wird. Während des Wiegeprozesses wird das zu Hackfleisch. Und kriegt dadurch eine ganz spezielle Konsistenz, die das nur mit dem Messer erzeugt. Wow. Man erkennt schon von diesem Wiegeschnitt die Fleischfasern, die sich noch zusammenhalten, aber immer noch nicht ganz aufgelöst haben. Bei Hackfleisch, wenn du das durch die Maschine lässt, dann sind diese Fasern, die halten sich nicht mehr zusammen, sondern sind einzelne Brocken. Genau, es ist halt dann einiges weicher, so hast du eine stückigere Konsistenz und es gibt halt nochmal ein ganz anderes Feeling. Ja, es ist auf jeden Fall das Mundgefühl, was sich dadurch ändert, aber dadurch ändert sich auch der Geschmack. Boah, Freunde, ihr seht, das Hackfleisch wird dadurch gewolft. Und das ist jetzt eines der Prozesse. Danach wird es ja noch gewürzt und vielleicht kommt noch was anderes dann alles rein. Aber so wird das Hackfleisch produziert. Für alle, die noch nie gesehen haben, wie Hackfleisch gemacht wird. Okay, also in eure Dünnung kommen auch Paprika rein. Dann wird das Wasser ausgepresst, sehr, sehr wichtig. Und dann kommt es mit in die Hackfleischmasse. So wird das dann einmal durchgeknetet. Das ist sehr wichtig, damit sich die Gewürze und die Paprika und das Fleisch zusammen verbinden. Und eine Masse werden. Jetzt machen wir Spieße. Wir haben alles bereitgelegt und dann könnt ihr hier einmal euch angucken, wie das gespießt wird. Wow, Freunde, diese Technik. Ganz wichtig, soweit ich weiß, muss man mit dem Daumen hier arbeiten und die anderen Finger unterstützen einfach und geben die Form. Das geht so schnell. Wenn ich das zu Hause mache, brauche ich immer 5 Minuten. Aber das sieht, also wirklich, ich zeige euch das mal, Freunde. Sieht immer exakt gleich aus. Die Formen, die Rillen, die ihr dazwischen habt, die kommen ja von den Fingern. Und das sieht wirklich aus, als hätte das eine Maschine gemacht. Aber ich meine, ist auch eine Maschine da. Aber das wirklich so gut und so gleich, dafür braucht man jahrelange Übung. Ich würde sagen, die Spieße habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt gehen wir hoch zur Zubereitung und sehen dann, wie die Spieße gegrillt werden. Genau, also hier ist das Lamm- oder Rindfleisch. Genau, bei uns sind es immer Rinderspieße, weil wie gesagt Lamm nicht so gut ankommt. Aber wir arbeiten gerade an verschiedenen Variationen. Es sollen jetzt Lamm-Variationen auch bei uns im Sortiment aufgenommen werden. Sehr schön, freut mich. So kommen die Spieße drauf, Freunde. Und die werden jetzt gegrillt. Das ist ein Gasgrill mit Lavastein, richtig? Genau, Lavastein-Gasgrill. Mhm. Also schaut dann ein Menü aus. Genau, das sind Pommes, Dürüm und ein Getränk dabei. Oh, cool. Bei Hatta ist der 50,50 €. Und wir haben so spezielle Pommes, die so ein bisschen dicker, noch mit der Haut dann, die sind extra knusprig. Hat jetzt nicht gehört, hört man nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass sie gut ausschauen. Nummer 37, 38. So, das ist jetzt unser Extremschaf, empfehle ich niemandem zu bestellen, aber wer es ausprobieren will, das ist ein spezielles Pulver, hat 60.000 bis 70.000 Scoville. Wow, das, Freunde, also Tabasco zum Vergleich hat glaube ich 5.000 Scoville, das Zehnfache. Chilis mit 30.000, 40.000 nochmal rein. Wird das auch bestellt, dass Leute extra scharf tatsächlich nehmen? Tatsächlich, also wir waren die Leute an der Kasse immer, dass unsere Schärfe wirklich ab mittelscharf schon unglaublich zieht. Ja. Aber viele wollen es probieren, dann sagen sie natürlich nicht nein. So. Wow, sehr, sehr schön.
Das finde ich auch gut, dass ihr das Papier nimmt und nicht Alufolie. Das weicht das Brot so extrem. Genau. Erstens das und zweitens, die Hände verbrennen, wenn du das anfällst. Bei dem Papier gibt das nicht so viel Hitze weiter an die Hand. Genau, und noch Tüte, weil viel das Fett raustropft. Genau. Genau, Tomate. Das ist auch so ein Ding. Ich habe schon öfter gehört von Leuten, die sich nicht damit auskennen, mit diesen Dödems. Ich weiß, dass das richtig ist, dass es offen gelassen wird. Viele behaupten, dass ein Dürüm, der hinten offen ist, nicht gut gerollt ist. Aber das ist ja vollkommener Quatsch, denn das ist so bei uns. Es ist immer so. Also manche klappen das ja ein, aber dann haben wir am Ende ein Burrito und kein Dürüm. Genau. Also Freunde, nur damit ich es auch von mir nochmal gehört habe. Die Dürüms, die wir kennen aus der Türkei, aus Arabien, also sei es bei Shawarma, sei es hier bei Hatay Dürüm oder ein Adana Dürüm oder wie sie auch immer heißen, außer bei einem Döner, aber Döner ist dann wiederum deutsch, außer der türkische Dürüm, der ist auch offen unten. Jeder dieser Dürüms ist immer offen unten. Das macht man aus dem Grund, weil es einfach unser Stil ist. Punkt. Da gibt es nichts weil zu diskutieren. Immer so gemacht wurde. Ja, das wird immer schon so gemacht und es funktioniert auch. Genau, so sehen unsere Teller aus. Ah, sehr cool. Genau, die sind jetzt beide ohne Zwiebeln bestellt worden, sonst ist noch Zwiebelsalat mit dabei. Ja, man kriegt gegrilltes Gemüse, man kriegt Brot. Wow, das sieht auch sehr schön aus. Das ist quasi der Grillteller, sogar Chicken, der ist mit drauf hier. Natürlich. Wow. Kleine Vorspeise noch dazu. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. So, jetzt kommen wir zu deinem. Wow. So. Und das Brot. Schärfe machen wir bei dir leicht, medium. Ich würde leicht empfehlen, dass du erstmal den Geschmack. Genau, ganz leicht. Schau, Leber, Hatay, Kuschbeischon, Hühnchen. Bei unserem Stück Dürüms tun wir es immer runterschneiden, dann hast du ein besseres Mundgefühl. Genau. Man kann es auch ganz lassen, aber dann hast du halt immer so einen großen Chunk, den du weißt. Ja. Oh, Freunde, das sizzelt so schön, das sieht so gut aus, es duftet herrlich. Ihr wisst gar nicht, das ist so krass, wie das hier riecht. Kuschbasche nennt man übrigens Kuschbasche, einfach weil es zerkleinert ist und nicht, weil da Vogelkopf drin ist. Ja, das ist eine Größe eines Vogelkopfs. Genau. Bei Leber natürlich speziell noch Kimion. Ja, Kreuzkümmel, sehr, sehr wichtig. Kreuzkümmel, genau. So, und da kommen wir zu der Tomatenmasse. Wow, wo wir die Vorbereitung vorhin gesehen haben. Kommt jetzt überall ein bisschen was mit drauf. Freunde, das riecht so gut. So. Und das ist jetzt auch nicht fürs Video größer oder kleiner, das ist immer genau gleich. Ich habe es aus genau. dem Kühlschrank der Gäste raus. Zitrone ist sehr, sehr wichtig. Genau. Und ordentlich Salz. So. Schön kompakt einrollen. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie das Ganze schmeckt. Das sieht wunderbar aus. So, nochmal grillen. Und dort werden die jetzt knusprig ausgebacken. Oder angegrillt, eher gesagt, nicht ausgebacken. Jetzt geht's rüber. Wow, Freunde, da freue ich mich jetzt drauf. Ehrlich, Freunde, das geht auch so schnell. Ich habe, glaube ich, keine 10 Minuten hat es gedauert und alle 4 Dürüms waren fertig. Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Leute vor dir in der Schlange sind. Ja, ja, natürlich. Wenn du jetzt eine Bestellung mit 40 Dürüm vor dir hast, dann wird es ein bisschen kritisch, aber wir geben uns immer Gas. Eine 15 Minuten sollte spätestens eigentlich immer fertig sein. Ja. So, Freunde, das war's hier mit der Zubereitung in der Küche. Es sieht wunderbar aus. Und wir gehen jetzt zur Verköstigung. Ich bin so gespannt, ich habe so Hunger. Unser Tisch ist gedeckt. Wir haben die Zubereitung gesehen. Wir haben gesehen, wie das Ganze vorbereitet wurde, wir haben gesehen, wie es zubereitet wurde, wir haben gesehen, was drin ist. Und jetzt will ich wissen, wie es schmeckt. Und da kommen wir jetzt über zum Geschmackstest. Ich würde sogar anfangen mit dem Leberspieß Dürüm. Und das, meine Freunde, ist hier der Leberspieß Dürüm bei Hatay Dürüm. So schaut er aus. Ich kann es mal vergleichen mit meinem Arm, dass ihr ungefähr eine Vergleich habt. Bis zur Uhr geht ungefähr die Länge. Hat auf jeden Fall ein schönes Gewicht. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Und wir gehen jetzt rein in den ersten Biss hier bei Hatay Dürüm. Und ich bin echt gespannt, wie der schmeckt. Bismillah. Zitrone, sehr, sehr wichtig. So schaut er von innen aus. Oh, dieses Brot. Kennt ihr diesen fertigen Jufka-Teig, den es bei Dönerläden gibt? Überhaupt kein Vergleich dazu. Das ist wirklich frisch gemacht, selbst gemacht und das schmeckst du raus. Wow, diese kleinen Röstaromen, die du hier hast am Brot. Kann ich euch das zeigen? Ich weiß es gar nicht, ob man das sieht, aber doch. Das sind so kleine schwarze Stellen quasi, die dieses
nochmal so schön geschmacklich hervorhebendes Brot. Gefällt mir sehr gut. Und dann noch diese Leber, die hier drin ist, die hat so eine schöne leberartige Konsistenz. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal Leber gegessen? Hier ist die Leber perfekt. Also klar, Leber ist an sich von Natur aus, meine ich, schon ein bisschen bröckeliger, von der Konsistenz mehliger. Aber hier top gemacht, denn wenn es gut gegrillt wird. Wie es in diesem Fall gemacht wurde, dann ist das nicht so dieses Mehlige, sondern du hast noch ganz leicht mehr Biss. Leber übrigens verdammt gesund, sehr gesund. Wow. Vor allem diese Tomaten. Ich kann das gar nicht, dass man in der Leber diese gegrillten Tomaten reinmacht. Klassischerweise kommt nur Zwiebelsalat mit geschnittenen, frisch geschnittenen Tomaten. Und so gefällt mir das echt gut. Schön saftig und sehr, sehr tomatig, aber süßlich tomatig. Nicht so dieses säurige, sondern süßliche Tomate. Wir nehmen uns hier so eine dicke Pommes raus. Die schaut echt gut aus. Boah, die ist sehr heiß. Aber wow. Ich fand die so dick. Extrem kartoffelig. Eine sehr, sehr kartoffelige Kartoffel. Leicht mit Pommes-Salz gesalzen. Und eigentlich relativ clean gehalten. Mit bisschen Schale sogar dran. Erkennt man jetzt schlecht. Aber da an der Spitze ist auf jeden Fall ein bisschen Schale enthalten. Sehr lecker. Ihr wisst es, Pommes ist nur ein Nebenprodukt, was man nur zusätzlich snacken sollte. Was aber kein Nebenprodukt ist, sind diese Wraps. Und zwar habe ich hier noch drei vor mir. Wir gehen über in das nächste. Und zwar ist es das Kuschbasche-Wrap. Dieses Kuschbasche von der Nähe. Und wir beißen erstmal rein. Bismillah. Wow. Wow, Freunde, schaut euch mal an, wie es von innen ausschaut. Extrem saftig. Ehrlich, wow. Sehr lecker. Wow, dieses Fleisch ist schön gegrillt. Zart gegrillt, nicht trocken gegrillt. Also dieses Rindfleisch überzeugt auf jeden Fall. Ich gehe jetzt aber erstmal über zu den nächsten. Aber Rindfleisch auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker. Ich gehe jetzt über zu dem Adana. Und das ist hier der Adana. Auch hier wird das mit dem Papier aufgerissen. So schaut's aus. Wir gehen rein. Bismillah. Wow. Querschnitt nach dem ersten Biss. Wisst ihr? Das ist nicht der Geschmack, den ich aus Adana kenne oder aus der Türkei kenne, da das mit Rindfleisch gemacht wurde. Ich bin mir echt sicher, wenn das mit Lammfleisch und Lammschwarzfett gemeinsam ein Spieß gemacht werden würde, der hier reinkommt, dann wäre das absolut oberste Liga. Aber hier, so wie der ist, mit Rindfleisch, schmeckt er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ehrlich, ich habe schon viel, viel schlechtere Adana in Deutschland gegessen oder generell gegessen, die aus Lammfleisch gemacht wurden und die wirklich schlechter zubereitet waren. Hier dieses Komponentenspiel zwischen Knusprigkeit, zwischen Saftigkeit von der Tomate plus Saftigkeit vom Fleisch. Das Fleisch ist nicht trocken. Sehr, sehr gut. Wow. So, Freunde, in ein Adana gehört auf jeden Fall ordentlich Zitrone rein. Boah, ehrlich, der ist sehr gut. Liebe Gastronomen da draußen, ihr könnt euch hier eine Scheibe abschneiden. Das schmeckt wie in der Türkei. Wow. Ein Spieß haben wir noch vor uns, den mache ich jetzt gerade auf. Und zwar ist es das Hähnchen. Das ist unser Hähnchendürüm. Das Hähnchen ist türkisch. Mit einer türkischen Grillmarinade gewürzt, würde ich mal sagen. Das ist also typische Grill-Vibes, die man in der Türkei so kennt. Wow, also Hähnchenliebhaber werden das hier auf jeden Fall mögen. Hier ist auch Hähnchenbrust, meine ich, oder? Hähnchenbrust ist hier verarbeitet. Hähnchenbrust. Genau, ja. Und das aber trotzdem nicht trocken ist. Es schmeckt wirklich gut. Es ist nicht trocken. Wir wissen, wie man grillt auf jeden Fall hier. Also Freunde, ich bin hier überzeugt, ehrlich, geschmacklich. Also sei es Hähnchen oder Adana oder Kuschbasche oder die Leber. Ich muss mich gerade noch mal überzeugen,
Aber schmeckt einfach gut. Alle Variationen schmecken sehr, sehr gut. Ich kann schon mal kurz nennen, was bis jetzt mein jetziger Favorit ist. Tatsächlich das Adana. Alle anderen sind super, also ehrlich. Das ist nur Geschmackssache, was dir gerade mehr liegt. Aber hier, wow, da kommt es. So, das ist unser Abteil gestern. Das ist meiner Meinung nach der leckerste. Das schmeckt einfach nach Kindheit. Das hat immer als klein mal dort in der Rosenchasch und sowas. Ja. Diese kleinen Eckläden und sowas gegessen. Das ist, ja, das ist sind mein so. Favorit. Aber ist nicht für jeden was. Es sind halt Essiggurken, Pommes und zwei verschiedene Soßen drin. Keine Salate und sowas, das gehört nicht rein. Ja. So wird ein Antag hier ein Döner gemacht. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Erstmal, der Geruchstest ist auf jeden Fall sehr gut. Du riechst hier sehr krass dieses Grillige, diese Grillaromen. Und zugleich steckt hier saurer Gurkengeruch hoch. Ich beiß jetzt hier mal rein und dann sage ich euch, wie der schmeckt. Bismillah. Ich weiß genau, was du meinst mit Kindheit. Der schmeckt genauso wie in der Türkei. So kenne ich den Geschmack auch von dort. Wow. Knuspriges Brot. Schön kartoffelig durch die Kartoffeln. In Deutschland kennt man das ja gar nicht. Mit Kartoffeln im Brot, die denken. Mayonnaise immer, auch drin. Man denkt immer, man will sparen, aber so wird es halt bei uns gemacht. Genau nach dem Prinzip ist hier dieser Dürüm aufgebaut: Pommes, Fleisch, Tomaten, gegrillte Paprikas. Mit sauren Gurken und ein bisschen Mayonnaise. Der schmeckt heftig. Freunde, wenn ihr mal bei der Kasse gegessen habt und eine andere Variante davon wollt, empfehle ich euch definitiv dieses hier. Das schmeckt nicht mal wie Katık, das schmeckt so einfach so nach diesem türkischen Stil. Sehr gut, gefällt mir, wow. Die saure Gurke, wenn die kommt, gibt es immer so einen schönen salzigen Kick rein, das ist sehr cool. Oh, also Freunde, ich habe so viel gegessen, ehrlich. Das sind über zwei ganze Dürüms, die ich hier weggegessen habe. Das ist der ganze Rest. Das wird alles eingepackt und wird rüber nach Mannheim mitgenommen. Und ich verdaue jetzt hier noch kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Und an dieser Stelle habe ich leider voll reingehauen. Ich habe keinen Ton an dieser Stelle, warum auch immer. Hey, inshallah. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich verstehe, warum die Tomaten so lange gegrillt werden. Schön matschig, schön sapsig. Sapsig? Sapsig? Wir machen es so. Warte, ich mache mal die Sachen.